Aber da musst du trotzdem Meldung, weiterhin auf mich warten. Die Meldung kommt aber reichlich spät. Der geht mir gerade so leicht auf den Sack, der Kumpel. Oh, kannst du bitte runtergehen? Es tut weh. Der platzt leicht. Christoph, nicht in diesem Video. So, ich geh jetzt nochmal in den Supermarkt rein. Also ich hab's wirklich heil runtergeschafft. Naja, oder geheilt. Ach lol, der Leuchtturm funktioniert ja sogar noch. Ach, da stand das Fahrrad unten dran. Da ist auch der Humvee, der so komisch bei dir aussah. Ich guck jetzt mal, ob hier vielleicht noch wirklich irgendwelche brauchbaren Sachen hier drin rumliegen. Ja, so, ich kann nochmal eben die Leuchtturmleiter hoch. Steh auf. Oh, das kotzt mich jetzt gerade an hier. Gibt's eigentlich eine Möglichkeit, dass im Leuchtturm oben irgendwas so spawnt? Nö. Nur das Fahrrad unten, das ist die einzige Möglichkeit. Ich hab ein Makrof-Magazin. Ah, fuck. Ich glaube, hier ist noch was Essbares. Tatsächlich. Wo soll denn das Fahrrad stehen, wenn ich mal fragen darf? Eigentlich am Leuchtturm dran. Ah, ich gucke gleich nochmal, wenn ich in ein Dorf laufe. Also direkt dran, also direkt rum, so gesagt. So, ich hoffe, ich habe das Kerlchen abgehängt. Pass auf. Gibt's hier noch irgendwas Bestimmtes Wichtiges? Genau, steh auf, du Kunde. Jetzt leg dich mal hin. Ich guck mal noch, was hinten im Supermarkt drin ist. Den Ach, hinten da steht mein Kumpel. Cool. Ich höre einen Knurren. Er knurrt mich schon an. Ich guck mal jetzt, was hinten drin ist im Supermarkt. Hier sind nochmal zwei Kaufmagazine. Ach, jetzt hat er mich gesehen. Ach, endlich. Haben wir alle drauf gewartet. Hey, ist noch eine Uhr im Supermarkt. Alter! Schieß dem nochmal einen Kopf. Geht doch. Warte mal, habe ich noch die... Im 19? Ja, die habe ich noch. Sehr schön, da ist noch ein Magazin. Ich habe ein Magazin für meine Waffe gefunden. Yay! So, gleich mal der Fazit. Ach, du hast geblutet. Ach, ich hatte meine Tage, na und? Hör auf zu bluten, du Weichei. Wieso? Macht aber Spaß. Nö, das Fahrrad steht nicht, ne? Nee. Das ist auch, glaube ich, eine Chance von 0,2% oder so, dass es da steht. Geil, nochmal Munition. Jetzt haben wir mal Streichhölzer gefunden. Ich glaube, desto mehr Streichhölzer, desto besser, oder? Oder reichen die für immer? Die reichen für immer. Das ist cool. Ich höre schon wieder irgendein Vieh hinter mir herkriechen. Das ist nicht so schön. Ah, ich sehe Tscherno. Sehr schön. Aus Gründen, die du verstehen musst, werde ich erstmal Tscherno ein bisschen looten. Ah, scheiße. Ich meine, ich kann mach ja das, ich bin jetzt auch Richtung Tscherno. Ich mache jetzt auch Richtung Tscherno los. Obwohl, ich würde gerne vielleicht nochmal in die andere Feuerwache gucken. Dazu darf ich jetzt auch nicht von den Zombies hier getötet werden. Mensch! Dann lauf, Rüdiger, lauf. Kannst du nicht schneller fahren? Kann es sein, dass da ein intakter... Nee, ich dachte jetzt, da ist ein intakter Wagen dran. Ja, yep, eindeutig, oder? Was? Da hinten sind... Ah ne, das ist doch nicht schon. Ach, scheiße. Das sah bloß so aus, weil da ein paar große Gebäude rumstanden, das ist auch ein bisschen... Super. Ja, Industriepark. Super, Basti, jetzt hast du es versaut. Ist ja gut, ich wollte ja nicht deine Hoffnung nehmen, mich endlich kennenlernen zu dürfen. Ich hoffe, ich habe hier nicht die halbe Dorfgemeinde hinten am Arsch kleben. Doch, er ist gleich. Geil, die rennen weg. Ich hab noch nie einen Zombie gehabt, der vor mir weggerannt ist. Jetzt kommt diese. Jetzt drehst du dich so um, da steht das ein 2 Meter großer Zombie. Oh. Nicht so schön. Ich muss irgendwie die KI jetzt nochmal austricksen. Ah, da steht schon wieder so Vieh. Oh, ein schön großes Industriegebäude. Ach, du Mistvieh. Da ist immer was Schönes drin. Ich hoffe, das hier ist die Feuerwache. Geh hoch, los! Schlag mich nicht. Nein! Die hat mich geschlagen. Hast du schon mal von einem Weichei verprügeln? Die blöde Schlampe hat mich geschlagen. Ist das ein Vibe oder was? So eine Bitch hier. Schämst du dich nicht? Keine Ahnung, ob das ein... Noch mehr Stacheldraht. Da kannst du gar nicht wirklich schießen.
weil du so rumwackelst. Scheiße. Das Vieh kommt hoch. Oh nee, oder? Tatsächlich. Och nee, Alter. Ich zitter schon genug. Mir ist kalt. Ich dachte, Painkillers würden beruhigen eigentlich. Was? Painkillers sind ja eigentlich auch praktisch. Also die kann man nutzen, um den Wackeleffekt zu reduzieren. Echt? Eigentlich ja. Ach warte mal, das mit dem Metallgeräusch ist bei dir. Ja. Verrecke. Gerade mal wurde leicht von Zombies belagert. Auch zum Glück habe ich die Knarre dabei. Ich habe ja auch gerade ein bisschen mit denen zu kämpfen. Aber wenn das Schmerzmittel reduziert, dann nehme ich gleich mal eine Packung. Würde ich nicht empfehlen, bei mir hat es gerade eben nicht geholfen. Spät. Ja, yeah, doch, typ bei mir hat es geholfen. Ha! Ha! Tja, was sie, wer es kann. Ey, der Zombie hatte eine Bandage dabei. Praktisch. Hast du gerade diesen komischen Laut von dir gegeben oder ist das gerade ein Überleben an meiner Nähe gewesen? Ja, doch, das war ich. Gut, okay. Beziehungsweise der Zombie, den ich getroffen habe. Steht da unten noch einer? Tatsächlich. Sauberer Headshot. Boom, Headshot. So, da klettern wir mal runter. In der Hoffnung, dass wir keine anderen Zombies angelockt haben. Wird schon angeleckt haben. Ach, das meinst du? Zombiefiler. Okay. Wenn er wirklich tot sind, sind das nicht. Das heißt Nekrophiler. Na, Nekrophil kann man es ja nicht nennen, weil sie nicht wirklich tot sind. Ist mir egal. Oh, hier liegt ordentlich was drin, ein Jagdmesser und alles sowas. M9 SD, das ist anscheinend irgendeine Militärwaffe wieder. Schallgitter. Hey, ich hab eine Autoscheibe gefunden. Boah, kannst du den Motor mit reparieren? Jo. Genau, Christoph, genau. Scheiße. Ach doch, die Tür geht auf, Gott sei Dank. Zu. Geil, hier liegt nichts Besseres drin als eine Axt. Der Rest ist leere Dosen. Ja. Ich will überlegen, ob ich in das Dorf da hinten gehe oder lieber weiter renne. Renn weiter, ich würde hier möglichst schnell ein Elektro sehen, Alter. Oder ein Tscherno. Und ich muss umdrehen. Weil? Ich beerd schon wieder einen Kumpel. Ey, hier ist ein MP5-Magazin und ich habe eine Taschenlampe vom Militär gefunden. Das ist geil. Was auch immer an der anders ist als an einer normalen Taschenlampe. Bestimmt einen größeren Sichtkegel oder so. Ey, ich habe ein AK-Magazin gefunden. Das hättest du vorhin brauchen können. Stahlbolzen. Bin gerade übrigens in der Feuerwache drin. Makarov-Magazin. Nächste Zombie hochgedackelt. Makarov-Magazin. Ah, hier ist eine AK, AK-74. Soll ich sie nehmen? Mach was für richtig jetzt. Es war keine Muni für die da. Ich guck mal oben, vielleicht ist da noch was für die. Jetzt kommt der Zombie hochgehüpft. Oh, was liegt hier denn? Oh. Ne, den brauche ich nicht. Zombie hat ein Scharfschützengewehrmagazin dabei, natürlich. Ernsthaft? Der andere Schrotmunition. Siehst du mal, was alles in den drin steckt. Scheiße, dass man nicht irgendwie zwei Hauptwaffen mit sich tragen kann. Ist aber eigentlich auch realistisch. Dass man nur eine mit sich trägt. Ja. Du willst mir erzählen, dass DayZ realistisch ist, dass Zombies durch Wände glitschen können. Das sind halt super Zombies. Es gibt im Realismus super Zombies. Natürlich. Kann man das Ding hier hochklettern? Sei froh, dass die Zombies nicht Fahrrad fahren oder Auto fahren können. Kommt noch.
Miep, miep. In den späteren Versionen. Keine Feuerwache war jetzt nichts Großartiges. Ich meine AK-74, aber kein Magazin oder sowas dafür. Ich freue mich ehrlich gesagt schon auf The Warzit. Was? The Warzit. Das ist doch die Standalone-Version von DayZ. Echt? Ja. Habe ich doch schon mal erzählt. Alzheimer, tut mir leid. Das ist meine Ausrede. Stimmt gar nicht. Aber doch, ich habe sie patentiert. Frag beim Patentamt. Auf jeden Fall schon wieder Hunger und Durst. Oh, ich habe 9 Zombies getötet mit insgesamt 9 Headshots. 9 Zombies. 9 Headshots. Also lustiger wäre es, wenn da steht, 9 Zombies gekillt mit 10 Headshots. Hm. Ich krieche gerade durch die Pampa. Scheiße. Übrigens, die weißen Punkte, die ihr so an der Seite seht, jetzt zum Beispiel links, das heißt, wir sind zum einen in diesem regulären Modus oder irgendwie sowas, oder Rekrut oder sowas, und dass da links von uns dann so gesagt Aktivitäten von sich gehen. Heißt, irgendein Zombie läuft da rum oder ein Spieler oder irgendwie sowas. Ich höre so einen komischen Hauch. Wie groß kann die Aufnahme eigentlich werden, wenn ich mal fangen darf? Also ich kann die eigentlich unendlich lang machen, wenn du so willst. Theoretisch schon, aber irgendwann ist deine Platte voll. Naja, ich habe meine externe und das sind jetzt noch ungefähr 600 GB frei, also... Okay, gut. Nee, so lang wird's nicht. Hoffe ich mal. Nee, aber nicht, dass es so langweilig für die Leute ist. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was denn? So, ich leg mich mehr am Strand hin, ich muss mal kurz weg. Okay. Cool. Rat mal, was gleich stehen wird. Wie, was gleich stehen wird? Was schon sehen. Hä? Ach, fuck. Weißt du, wieso ich kleine Kinder hasse? Reihe. Tja, ich habe mich hingelegt ins Gras, um halbwegs sicher zu sein, bloß um die Tür zu öffnen, das nach einem kleinen Kind, was nach meiner Mutter fragt. Und das hat es mir jetzt eingebracht. Das ist immer nur typisch. Wenn ich jetzt nochmal einen Kamenka spawne, dann. Dann kann sich die Gemeinschaft über einen allgemeinen Raster von mir freuen. Der Set sucht dir. Auf Entzug oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Cool. Wieso tragen alle Zombies seit neuesten Stahlbolzen bei sich? Ist das so Mode oder was? So ein Kopf. Sieht schick aus. So Einhörner, weißt du? Also, jetzt kann ich auch. Na klar, ich stehe auf und schon kommt das nächste Vieh hinter mir her. Fick dich. Okay. Auf was tippst du, wo ich jetzt spawne? Kamenka. Oder mal das sehen. Andere Ende. Das nordöstliche Ende der Karte. Ja, mal sehen. Scheiße, man sieht es trotzdem noch. Nein, 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 nein. Factory. Weißt du, wo Factory ist? Ah, ich weiß, wo das ist, aber das ist nördlich von Elektro. Ja, ich sehe schon. Ich sehe nämlich Elektro. Du siehst Elektro? Elektro oder Tscherno? Kann nicht sein. Tscherno erst recht nicht und Solnitschi liegt ein Stückchen weit über Elektro. Und zwar Tscherno, nicht im Landesinneren. Tscherno war doch das mit dem riesigen Industriegebiet, wa? Nein. Dann bin ich bei Elektro. Nein, du bist... Doch? Du bist, nein, ich weiß, wo du bist. Da war ich auch schon mal mit einem Kumpel. Da ist eine riesige Stadt mit. Das ist Tscherno. In der Mitte steht ein Rathaus, da hinten ist das Hotel, da ist die Kirche an der Küste. Und da hinten ist das riesige Industriegebiet von Tscherno. Sicher? Sonst hätte da auch bestimmt gestanden, Tscherno Gorsk. Nein, ich bin in der Fabrik davor gelandet. Aber ich sehe es schon, ich bin gleich schon bei der Kirche. Das geht schnell. So ein praktischer Spawnpunkt würde ich gerne jedes Mal. Ja gut, dann mache ich mich jetzt mal in seine Richtung auf.